Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze mit unserem Trader-Coach Carsten Berger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 19 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Carsten uns heute mitgebracht hat. Ich hoffe, Sie genauso wie ich. Von daher springen wir einmal direkt zum Risikohinweis. Das war einmal zu weit. Das ist richtig. So. Das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des von Carsten gleich erzählten, erklärten, gehandelten, analysierten und so weiter und so fort als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, vollkommen egal. Schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg immer von uns zu sagen. Gut, kurzes, knackiges Intro und dann würde ich sagen, Carsten. Jetzt den Legen wir richtigen los. Bildschirm aussuchen. Ich sag dir, ob es der richtige ist. Das weiß ich auch immer erst danach. Das sieht nach GinaTrader im Hintergrund und im Na, Vordergrund. das. Also, Na? das sieht besser aus. Meine ich doch. Vom Das haben Feinsten. wir dann Viel später. Spaß. Dankeschön, Florian. Okay, ihr Lieben, heute ist es wieder soweit. Wir machen die Analyse und zwar Börsensektoranalyse. Und natürlich gehört dazu, ihr wisst es ja noch von früher, Indexanalyse. Und ich denke mir, wir sind eine Ebene tiefer, die ja noch viel genauer ist, Börsensektoranalyse. Bedeutet, wir schauen uns, wie ihr es hier auch schon im Bildschirm seht, die Reihenfolge im Endeffekt Marktklima. Das bedeutet, kurzen Blick auf die Indizes. Ja, das solltet ihr immer machen. Es soll euch im Endeffekt den Zustand des Marktes zeigen. Ja? Und losgelöst von Interpretation und Meinung. Ja, sondern Chart angucken und sagen, das und das ist gerade passiert, wie sehen meine Chancen aus? Wenn wir das gemacht haben, gucken wir uns logischerweise, deswegen sind wir ja hier, die Sektoren an. Ja. Und wenn wir noch eine Aktie finden, den einen oder anderen, wenn wir vielleicht heute mal auf die Finger schauen, dann sind wir im Endeffekt mit diesem Top-Down-Ansatz durch. Der Florian hat ja schon einen Risikohinweis gemacht. Ich füge einfach nur noch hinzu, dass ich natürlich auch Aktien, die ich hier erwähne oder ETFs selbst auch handle. Und von daher besteht eventuell ein Interessenskonflikt. Das müssen wir immer bedenken. Ja. Und natürlich sollt ihr alles immer kritisch sehen, was ich sage. Es ist keine Anlageberatung. Hat der Florian schon ausgeführt. So, während ihr hier auch für diejenigen, die mich noch nicht kennen, letztendlich auf meinen Werdegang so schauen können, kann ich schon mal sagen, dass ihr natürlich das Webinar euch noch einmal anschauen könnt. Und zwar entweder bei FX Flat auf dem Kanal oder auf meinem YouTube-Kanal. Also könnt ihr auch meinen YouTube-Kanal gerne abonnieren. Natürlich lebt das Webinar auch von euren Fragen, denn das gibt es Besseres, als dass man natürlich auch live Fragen stellen kann. Ansonsten könnt ihr euch ja ein Video angucken und müsst mir die Fragen dann bei YouTube unten reinschreiben, die ich dann beantworte. Aber letztendlich ist ja live irgendwie besser. Also einfach hier unter Fragen, die ich mir jetzt hier extrahieren werde aus diesem Webinar-Tool und dann hier einfach hinzufügen. Hallo Dieter, ich grüße dich. So. Jetzt habt ihr wahrscheinlich so viel über mich erfahren, wenn ihr es gelesen habt. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch mal gerne auf meine Homepage gehen unter tradercoach.de und dort hineinschauen. Wie immer, das ist Kult letztendlich, glaube ich, schon die kurze Erklärung in 2, 3 Minuten, wie dieser Top-Down-Ansatz funktioniert. Ihr habt es ja eben in der Zeichnung auch gesehen, in dem Intro, letztendlich auf der rechten Seite mit dem Marktklima. Das ist nichts anderes, Indizes anzuschauen, um zu wissen, wann müssen wir arbeiten, wann lohnt es sich, in die Märkte hineinzugehen und wann müssen wir aufpassen, wann müssen wir wieder raus. Ungefähr. Man wird nie den effektiven super Top-Punkt erwischen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in über 30 Jahren jetzt was da erwischt habe, genau am Po und am Tief. Das ist ja auch immer relativ. Also wenn man das später sich anschaut, dann weiß man, dass es vielleicht doch noch höher gegangen ist, aber das zählt da gar nicht, spielt keine Rolle, sondern dass ihr euren Profit daraus zieht, das ist wichtig. Das, was für Indizes zählt, zählt natürlich auch immer für die Branche. Wir müssen wissen, welche Branche wollen wir denn anpacken und wie sieht es mit dem Timing aus? Wann kann ich reingehen? Wann muss ich ungefähr wieder aufpassen? Wann wird es eng? Ne, die zentralen Fragen und das unterscheidet sich auch überhaupt nicht in der Aktie, die zu einer outperformenden Branche, also eine Branche, die besser performt als eine andere und besser performt als der Index.
dort letztendlich auch das Timing zu finden und welche Aktie ist denn das oder welche Aktien sind das denn, wo ich versuchen kann, einen Einstieg zu bekommen, den ich auch nicht immer bekomme. Wenn ich auf eine Korrektur zum Beispiel warte, dann kann es natürlich sein, dass die Aktie das nicht macht und einfach weiterläuft. Ja gut, dann habe ich sie halt nicht. Dann habe ich halt Pech gehabt. So, soweit zur Einleitung. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, immer reinschreiben, bin ich gerne bereit, dort das zu beantworten. Kurzer Sprung auf meine Homepage, tradercoach.de. Wer hier von Woche zu Woche so ein bisschen die Gedankengänge nachvollziehen möchte, der kann auch immer auf meinen Blog hier letztendlich gehen und auf Marktvorbereitung. Da wird immer am Samstag, spätestens am Sonntag, immer eine wöchentliche Aktualisierung stattfinden. Und zwar nach dem gleichen Schema, wie ich hier vorgehe. Kleine Einleitung, wisst ihr ja. Dann seht ihr das hier im Endeffekt den Markt und so weiter, den Index, die Branche und am Ende eventuell eine Aktie, ja, die nicht immer an dem Tag, wo ich am Samstag das reinstelle, kaufenswert ist, aber die ich dann auf dem Schirm habe und sage, wenn das und das passiert, dann hole ich mir die ins Depot. Ja. Manchmal muss man halt eventuell auch warten. Wichtige Eigenschaft. Da könnt ihr auch den YouTube-Kanal abonnieren und wenn ihr Lust habt, dann braucht ihr auch nicht immer daran denken, darauf zu klicken. Dann könnt ihr natürlich auch den Newsletter abonnieren, was im Endeffekt nicht so viel bedeutet wie, das ist wie ein Wecker, der sagt euch am Samstag, hey, das ist jetzt online und dann werdet ihr mit diesem Blog verlinkt und dann könnt ihr im Endeffekt draufklicken und das entspannt lesen. Dann vergesst das halt nicht. Mehr ist das nicht, ich werde euch nicht hier zuspammen und so weiter. Einmal gibt es dann in der Woche so eine Nachricht, dass dort der Newsletter, der Blog geschrieben wurde. Okay, wer noch gar nicht meine Strategie kennt, der weiß natürlich auch, dass man auf meiner Homepage das nachlesen kann, und zwar Perlentaucher Strategie. Das sind so die einzelnen Elemente, die da reinspielen. Ich habe auch einen Artikel beim VTAD Deutschland geschrieben darüber. Letztendlich könnt ihr das hier alles nachlesen. Wer mehr über den Trade Scanner erfahren möchte, den wir ja auch einsetzen, der kann das hier auch entspannt nachlesen. Okay, genug der Informationen. Los geht's ans Eingemachte. So sieht der Trade Scanner letztendlich aus. Den schalte ich immer bei mir ein. Und zwar fangen wir an mit den Indizes. Das bedeutet Marktmodell. Ja. Und zwar mit den Indizes aktiviere ich das. Dann schaue ich mir an, wo stehen denn die Indizes allgemein. Ich kann mir die hier auch sortieren. Die am meisten performen, da ist der DAX oben, das ist auch erstaunlich. Und das sind hier unten die, die im Endeffekt nicht so gut performen. Und hinterlegt sind letztendlich auch immer Farben. In dem Fall haben wir hier ein bisschen so ein Rot und hier haben wir Orange. Das bedeutet, die Volatilität ist in einem normalen, einigermaßen normalen Zustand. Wenn sie grün sind, sind sie eigentlich super für steigende Kurse. Wenn sie rot sind, die Kugeln, dann bedeutet das, dass die Volatilität hoch ist, was für einen fallenden Markt spricht. Also so kann man schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Was wir auch sehen, eine Klumpenbildung hier oben, ja, mehr im Trend-Long-Bereich. Alles, was rechts ist in dieser Aktie, ist ein Outperformer. Und je weiter die Kugel rechts ist, desto mehr performt diese Markt den anderen aus. Ja, bedeutet, die Kugel hier Dow Jones ist weiter rechts als Nasdaq. Bedeutet, der ist ein Outperformer. Müsste ich mir also eher den angucken als einen Technologiebereich zum Beispiel. So eine wertvolle Information gleich. Gleiche zählt auf der linken Seite. Der Markt, der weiter links ist, ist im Endeffekt mehr Underperformer. Das heißt, der Hang Seng, der hängt ja hier ganz links in der Reihe, der ist halt auch unten in der Tabelle, wie ihr seht, rechts, mit einer geleuchteter Gelb, bedeutet, der ist im Endeffekt Underperformer. Und was sehe ich auch? Ich sehe eine mögliche Strategie, wo sich die Kugel befindet. Blaues Quadrat sehe ich hier im Trend-Long-Bereich, ein grüner Countertrend eventuell für den Hang Seng, für den asiatischen Markt und so ein Trend-Short-Bereich für Gold zum Beispiel, ja, und Öl eventuell. So ist das aufgeteilt und so kriege ich ein Gefühl dafür, welche Strategie und wie der Markt allgemein tickt. Ja. Dazu kommt, dass ich natürlich die Strategien bei dem Trade Scanner auch manuell anschieben kann. Also ich könnte jetzt hier rausgehen und sagen, ha, schauen wir uns jetzt mal die Branchen an, zum Beispiel den amerikanischen Markt, weil der Dow Jones ist ja ganz gut, der hat ja nur 30 Aktien. Was macht der S&P eigentlich? Wo hängt der? Da ist er. Da leuchtet er auf. Ihr seht den Punkt.
Ja, ist jetzt nicht so weit vorne, aber wir nehmen mal den S&P für die Breite, weil den deutschen Markt werden wir jetzt hier nicht behandeln, sondern den amerikanischen Markt. So, dann schaue ich mir natürlich die Sektoren an. Bedeutet, klicke hier drauf und bekomme jetzt die amerikanischen Branchen, sprich Sektoren. Sektoren sind ja ein bisschen diffiziler, aber jetzt in dem Sinne die Branchen geliefert und bedeutet, ich kann sofort erkennen, wie ist auch hier die Volatilität der einzelnen Instrumente, zum Beispiel grün, also mit steigenden, stark steigenden Marken mit niedriger Volatilität. Hier ist gemischte Volatilität im Normalbereich und wir sehen, dass der Markt überwiegend oben tendiert. Das heißt, je weiter rechts die Kugel, wisst ihr ja, es ist in dem Fall der Energiebereich, der weit vorne liegt, gefolgt von, das können wir hier sortieren, von Energie, Gesundheit, Finanzen. Das ist auch nicht so viel Neues, weil die letztendlich in den letzten Tagen, ja, mehreren, auch glaube ich, 2 Wochen mit oben waren. Und bedeutet, wenn ich long gehen möchte, dann werde ich mir Aktien aus dem Bereich von Branchen suchen, die besser notieren als der Index. Warum? Weil ich mir dort eine höhere Rendite und ein geringeres Risiko von verspreche. Ja. So, ich sehe natürlich jetzt hier noch keinen Chart. So habe ich ja dann ungefähr schon mal einen Fokus, wo ich raufgehe, auf Energie oder auf Gesundheit zum Beispiel. Das sind die beiden Sachen, wo ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie profitieren davon und könnte jetzt eine Ebene tiefer gehen. Bedeutet, ich kann hier raufgehen und sagen, zeige mir jetzt an, Outperformance Trend Long Aktien, die gerade ein Signal ausgeben. Der filtert also nicht nur, ob das jetzt die bessere Aktie ist, welche Aktie das auch sein mag, sondern er gibt der Aktie auch einen Einstiegsgrund, ein Signal. Bedeutet, Handel aus der Korrektur, weil es einfach ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ist. Um das einmal zu verstehen, damit man diese Matrix versteht, blende ich jetzt mal den Chart vorher ein, damit wir mal sehen, was macht denn eigentlich der S&P und was macht denn dementsprechend, wenn man eine Etage tiefer schaut, die Branche dazu. So, jetzt kommt der Agena-Trader rübergefahren. Nutze beides, den TradeScanner und den Agena-Trader. So, was ihr jetzt hier seht, ist im Endeffekt der Agena Trader und dort können wir uns auch den S&P 500 mal anschauen. Und da ist der S&P 500 in Form des Futures, Mini Futures. Und ich habe jetzt schon einige Webinare in den letzten 2 Wochen gehalten und interessant ist ja immer, dass man aus der Korrektur handeln soll, nachdem es einen dynamischen Anstieg oder einen dynamischen Abfall eines Indizes, Aktie oder ETFs gibt, um dann wieder in dieselbe Richtung zu gehen. Im Endeffekt sieht das so aus, dynamischer Anstieg, ja, Korrektur und dann versuchen die reinzukommen. Ob da nun ein Trend vorher war oder nicht, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur dieses Teilstück. Ja, der Trend kann sich gerne danach entwickeln. Wo findet man dieses Puzzle hier? Das Puzzle findet man im Endeffekt hier. Und da ist das Puzzle und dann hier der Einstieg. Problem dabei ist, seht ihr ja selber, dass der S&P innerhalb eines Tages hier schon das Potenzial, was von hier unten kommt, ja, der Schlusskurs war ja bei 3.678 Punkte, dieses Potenzial an einem Tag mal schon einfach nur vereinnahmt hat. Und da der auch von der Zeit her, der S&P im Future-Bereich ja länger läuft als die Kasse, das heißt, der Markt, der um 15:30 Uhr öffnet und um 22 Uhr wieder die Pforten schließt, hat natürlich dann auch den Vorteil, dass dort Dinge im Future schon abgearbeitet werden, die dann bei der Kasse möglicherweise zu Gaps, sprich Kurslücken führt. Und deshalb ist es nicht immer einfach zu sagen, naja, nach so einer Kerze gehe ich dann rein und suche mir dann noch einen Einstieg. Dann kann es sein, dass so eine Aktie, wenn der Markt vorher hier unten schließt, und hier später hier oben schließt, dann ist das ja schon eine ganz schöne Punktzahl. Und das bedeutet in dem Fall, dass der Markt, je nachdem, wann dieser Anstieg im Future stattgefunden hat, mit Gaps behaftet sein kann. Ja, die Eröffnung war ja letztendlich hier unten.
Das ist positiv im Endeffekt, aber alleine diese Spannweite dieser Kerze ist schon relativ groß, dass es manchmal schwierig ist und davor schützt auch dieses System letztendlich und auch die Signalauswahl, dass man halt dann nicht mehr in den Markt hineinkommt, wenn das Chance-Risikoprofil einfach nicht mehr stimmig ist. Also man muss auch nicht immer traden letztendlich, sondern man kann sich auch zurückhalten. Das ist auch wichtig. So, also letztendlich habe ich gesagt, auch geschrieben, dass der S&P die Möglichkeit hat, im Endeffekt eine Umkehr zu gestalten. Warum? Und das kann ich euch zeigen, ist wichtig zu wissen. Und zwar, wenn ich eigentlich von der Trendrichtung ausgehe, ne, habe ich ja hier einen Abwärtstrend, das sieht jeder, egal in welcher Größe, jetzt wurscht, so, das ist eine Abwärtsberichtung. Als wir hier oben diesen dynamischen Anstieg hatten, kamen wir hier wieder zurück und was hier aufgefallen ist, dass der Markt beim S&P unterhalb des, jedenfalls beim Future, des 20er Durchschnitts geschlossen hat. Eigentlich eine gute Indikation, dass der Markt dann wieder in die ursprüngliche weitere Richtung fallen kann. Ja, das ist ja auch so, auch wenn wir hier auch wieder eine Riesenkerze haben. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass dieses Kriterium bei mir eine wichtige Rolle spielt, weil der halt immer eine Art Widerstand oder Unterstützung ist. An dem Tag hat er natürlich am nächsten Tag drüber geschlossen. Das heißt, wenn ich hier eine Short-Position aufgemacht habe, muss ich ja schauen, wie viel Potenzial habe ich denn, wenn der Markt jetzt hier drunter läuft und im Endeffekt ich die Short-Richtung wieder einschlage. Und dann sieht man, das habe ich auch darauf hingewiesen im Webinar, diese Kerze hier bei diesem extrem hohen Volumen, die trägt schon dazu bei, dass der Markt irgendwo in dieser Zone wieder auf Widerstand stößt. Letztendlich hat er das hier gemacht schon, den Widerstand gefunden und gedreht innerhalb der Tagessitzung. Sehr schwer für einen Tagestrader dort bei normale Volatilität, normale Schwankungsbreite wieder vorzufinden. Aber so ist es nun mal in den Märkten, die machen halt nicht immer das, was man sich gerne wünscht. Da muss man sein Verhalten im Endeffekt anpassen. Aber ich habe gesagt, es ist die Möglichkeit, dass der Markt beim S&P die Möglichkeit hat, einen Boden zu finden. Dass das so fulminant geht, konnte ich nicht vorhersehen. Aber positiv ist im Allgemeinen, dass jetzt vielleicht heute ja ein bisschen Schwäche einsetzt. Man sieht es, der Markt wieder korrigiert, vielleicht hier wieder einen Boden findet und dann bietet sich für die Long-Richtung wieder ein Einstieg, weil dann auch die Voraussetzungen für einen möglichen ja, Trend-Long-Bereich dann vorliegen. Er kriegt dann wieder Trend-Long-Signale. Ja. Positiv wäre natürlich, wenn er sich auch dann über den 50er Durchschnitt, der hier weiter runterkommt, dann vielleicht hier etablieren würde. Ja, das wäre der nächste Move. Schauen wir uns das in der Branche an, und zwar in der Branche, die die beste Branche ist. Sehen wir hier oben auch, haben wir ja auch im Marktmodell gesehen. Das ist die Energiebranche. Auch die hatte ich auf dem Zettel. Das letzte Mal auch im Newsletter oder in meinem Blog, den ich geschrieben habe. Und die Phase, wo es darum ging, was hier los ist im Endeffekt, war dieser Tag für mich. Und da sieht man halt so eine Art Umkehrsituation, aber auch, dass der Markt an einer Art Widerstand sitzt. Ja, so wie hier und hier auch im Endeffekt ein Downgap ist, was auch dafür sorgen kann, dass der Markt dort reagiert. Hat auch ein bisschen getan, nicht so stark, aber man sieht, dass der Markt hier kurz innehält und jetzt heute drüber hinausgelaufen ist. So, wie verhält man sich in so einer Situation? Wenn man gegen den gesamten Markt, der eigentlich beim S&P mäßig nach unten gezeigt hat und erst in den letzten paar Tagen so nach oben gedreht hat, dann weiß man, dass er sehr auf wackeligen Beinen gebaut ist, wenn man jetzt einfach drauf springt. Wenn ich aber dann schon long gehen will und diese Möglichkeit, dass der Markt nach einem dynamischen Anstieg dann wieder aus einer Korrektur nach oben geht, dann suche ich mir natürlich auch eine Branche, die oben steht. Und das war nun mal Energie. Und dann sind wir jetzt vor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen letztendlich, wo dann Signale eventuell auftreten oder halt den Tag danach. Das ist dann schon relativ abgebaut, weil ich dann hier schon wieder befürchten müsste, dass der Markt hier eine Bremse ein. Hat er nicht gemacht, umso besser. Aber ich würde dann an dieser Phase dann, an diesem letzten Hoch schon gerne meinen halben Gewinn eingefahren haben und dann die Sache entspannt dann nachlaufen zu lassen und eventuell Stops in den Aktien nachzuschieben.
Wenn wir uns das jetzt im Trade-Scanner angucken, brauche ich halt das im Chart oder halt im Marktmodell, dass ich in der Korrektur bin und in welchem Strategie ich letztendlich dort hineingehe. So, bilden wir wieder um. Jetzt habe ich hier die Energiebranche. Und wenn ich dort auf Outperformer Trend Long klicke, dann werde ich weitergeleitet zu dem P1-Signal, was nichts anderes ist als ein Trend Long, also ein Trend folgendes, aufsteigenden Trend folgendes Signal. Hier sieht man auch gleich, dass die Energiebranche eingestellt ist und welche Börse, das ist USA. Und ich habe hier was drin. Wir sind ja gerade in der Geschäftszahlensaison. Ich kann hier einstellen, dass zum Beispiel 2 Wochen, sprich 10 Börsentage, montags bis freitags sind das 2 Wochen. Und die werden dann halt gemieden, wenn dort innerhalb von 2 Wochen Geschäftszahlen auftreten. Warum? Na klar, weil ich nicht möchte, dass ich heute zufällig einen Trade aufmache. Ich habe das vielleicht nicht gecheckt, wann die ihre Geschäftszahlen bekannt geben. Und dann setze ich meine Order da rein und dann werde ich da mit einem riesen Gap aufgemacht. Oder in den nächsten 2 Tagen, wenn ich eine Position gerade aufgemacht habe, kommt es zu einem Abverkauf nach den Geschäftszahlen. Dann nützt mir auch mein Stop nicht, den ich irgendwo reingesetzt habe, wenn dann ein riesen Gap aufmacht und ich auf einmal 20% niedriger liege. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man das einfach generell durchzieht. Ich glaube, in der Länge, in der Masse der Geschäftszahlenbekanntgabe und dass man da Positionen hat, spielt es in der Länge keine Rolle. Aber emotional spielt es an dem Tag eine extrem wichtige Rolle, wenn man dann auf einmal sieht, okay, 25% Minus oder 40% Minus, ja, das brauche ich halt nicht. Deshalb vermeide ich das, aber man kann es ausschalten. Also ich kann jetzt sagen, nö, du kannst das jetzt einfach mal mit reinnehmen. Ihr seht, da kommen 3 Werte mit rein, die heute im Endeffekt ein Signal hätten, Long im Energiebereich. Ja, nochmal, ihr seht, zack, weg sind die. Dann habe ich keine. Aber wenn ich jetzt mir die Geschäftszahlen egal sind, wann die sind, man sieht ja noch im Chart gleich, wann die sind, dann kann ich mir das hier im Endeffekt anzeigen lassen. So, das nächste ist, dass hier eine Outperformance eingestellt ist. Das heißt, wir haben hier nur Outperformer als Signal. Das heißt, es sind die Aktien, die besser performen als die zugehörige Benchmark. Das ist auch eine schöne Sache, weil dann spare ich mir die ganzen anderen mir anzuschauen. Jetzt ist es ja so, dass heute das Signal da ist. Ich aber weiß, dass ja der Energiesektor, das haben wir ja gerade gesehen, stark gestiegen ist. Und da muss man sich die Frage stellen, ist es denn sinnvoll, jetzt, heute, ohne dass wenigstens ein Tag, also besser wären 2 Tage Korrektur vorgelegen haben, ich jetzt in so einen Markt reingehe und darauf vertraue, dass es einfach noch 4, 5 Tage so weitergeht. Weil ich brauche ja eine gewisse Tageszahl, dass es letztendlich sich fortsetzt. Das muss man sich beantworten. Ist es nicht. Also für mich wäre es kein Fall. Deshalb muss ich rückwirkend jetzt schauen, weil heute kein Signal für mich, es liegt zwar eins vor, aber ich würde es nicht handeln. Warum? Weil, und das wisst ihr selbst, habt ihr eben gesehen, im Agina Trader, der Energiesektor heute wahrscheinlich dort oben schließen wird. Das bedeutet, wenn ich heute Morgen einen Trade aufgemacht hätte, dann wäre er sicherlich im Plus, aber hier wäre ich unweigerlich in einem Risiko gewesen, dass der Markt eventuell wieder korrigiert. Deswegen ist hier die Phase, wo ich screene, da bekomme ich noch mehr Signale und nehme dann ein Signal und versuche in die Richtung zu handeln, wenn der Markt auch in einer Korrekturphase ist und nicht in einer Bewegungsphase. Solange noch irgendwie Potenzial ist, wenn ich jetzt hier oben bin, einsteige, dann weiß ich, dass mein nächstes Ziel da ist. Das kann gut laufen, aber ich könnte mit eventuell 1, 2 Korrekturtagen rechnen. Und die Frage ist, ob dann nicht meine Aktie ausgestoppt wird. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, dann schauen wir mal, was das hier für eine Aktie ist. Man kann auch gleich sehen, wie groß ist die Marktkapitalisierung dieses Unternehmens. Dann sehe ich, okay, das ist größer als das hier unten. Die würde ich mir gar nicht angucken. Also ich möchte hier höchstens die höchste Zahl haben. Danach habe ich die sortiert. Ich sehe aber auch gleich, dass es hier Ratings gibt, und zwar Fundamental-Ratings. Ja, A ist super, F ist schlecht. Ich sehe hier B für einen Long Trade jetzt nicht schlecht, ist vielleicht besser als ein C zu nehmen. Ja, die würde ich weglassen, weil, wie gesagt, die Marktkapitalisierung zu gering ist. Und ich weiß, die Informationen, oh, die haben in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall Earnings. Ja, wann genau, weiß ich nicht, aber da muss ich vielleicht aufpassen, wenn ich das doch machen möchte. So. Dann klicke ich mal hier auf STNG Scorpio Tankers. Da sieht man dann die entsprechenden ehemaligen Einstiegssignale
die jetzt auch nicht die schlechtesten waren, nicht alle funktionieren. Manche kriegt man ja auch gar keinen Trade, weil wir wissen ja, dass wir immer über den Hoch der Signalkerze, also da, wo der gelbe Pfeil dran hängt, über dem Hoch steigen wir ein. Ja. War jetzt nicht so verkehrt. So, heute, wenn wir jetzt den Trade nehmen würden, den würde ich jetzt nicht machen, weil, wie gesagt, der Markt ja schon 4, 5 Tage gestiegen ist und irgendwann muss ja eine Korrektur einsetzen. Haben wir hier einen Trade, wo wir sagen, okay, wie viel Potenzial hat der? Das steht hier unten. 1,56%, das ist jetzt nicht die Welt. Und wenn ich hier sehe, kriege ich das hier ein bisschen besser rein, also ganz oben, CAV ist 0,2 und hier steht auch das Target drin mit 1,56. Das ist nicht toll, weil wir wollen ja schon CAV wenigstens über 1 haben. Also wäre das Ding für mich gestorben. Wir werden einbauen noch einen Filter, dass man CAV von über 1 eingeben kann und dann fällt das weg. Manch einer möchte aber die Chartsituation trotzdem handeln, weil er sagt, naja, der Markt wird vielleicht noch drüber hinausgehen, weil bei Tankern das immer sehr gut läuft, dann macht er das, kann man auch machen. Also man kann das dann auch aus- oder einstellen. Das kommt noch. Und ihr seht, Days till Earnings ist ein Tag. Und ihr seht die gestrichelte rote Linie hier, was nicht so viel bedeutet wie am nächsten Tag gibt es Zahlen. Und da würde ich heute auf keinen Fall eine Position aufmachen, weil wenn die sagen, nö, unsere 12 Tanker sind irgendwie alle auf Grund gelaufen und dann finden wir uns hier am 200er wieder und haben auf einmal 30 oder 40% Verlust. Ja, deswegen ist das wichtig. Und man sieht es auch im Chart angezeigt. So ist die Vorgehensweise. Schauen wir uns das auch mal nochmal im Chart an, wie es denn aussieht mit der Healthcare-Branche. Gehen wir mal einen Zacken tiefer. Ihr wisst ja auch, im Marktmodell war die auf Platz 2. Schauen wir den Steam-Chart an. Und auch die war ja, sage ich mal, gut und Outperformer. Letztendlich hat die im Monat 4% gemacht. Die Energiebranche hat 13% in den entsprechenden Handelstagen. Es ist nicht schlecht im Vergleich. Dazu kann man auch Branchen haben, die minus 12% machen in derselben Zeit. Deswegen macht es ja schon Spaß und es macht, glaube ich, auch Sinn, darauf zu schauen, welche Branche man dort wählt. Natürlich kann man sich auch mal ab und zu in einer Branche befinden, die dann hier unten auf einmal ist. Irgendwann gibt es ja auch einen Umschwung. Aber solange das nicht der Fall ist, können wir uns nur nach den Zahlen richten und letztendlich dort danach handeln. Also was ist in der Branche passiert? Und zwar Gesundheit. Sie hat ihre Korrektur hier abgearbeitet. Und der Impulsbereich, von dem ich immer erzähle, ist ja eindeutig hier. Nun hat das in einem Tag stattgefunden, ja, aber es ist schon fulminant. Und auch bei dem entsprechend erhöhten Volumina, was ich immer sage, erhöhtes Volumen im Tagesbereich, haben wir Anzeichen, die darauf hindeuten, dass man den Markt hier nochmal gerne von oben letztendlich irgendwann mal anfassen möchte. Das ist an einem Tag passiert. Da kann man nicht sehen, ob es Stärke oder nicht gibt, aber man sieht hier die erste Korrektur, dann kommt diese dynamische Bewegung, und hier kommt die zweite Korrektur und auch aus dieser Korrektur gibt es an einem Tag letztendlich einen Riesenschub. Nun ist der noch nicht ganz am Hoch, wo man eventuell damit rechnen kann, dass der Markt hier stoppt. Von daher kann man hier gerne nach so einer Aktie suchen, die im Endeffekt das mitmacht. Ja. Und das war im Endeffekt, das ist der heutige Tag. Gestern, vorgestern und den 3 Tage her. Das heißt, im 1, 2, 3 und in dem Tag ist der Korrektur, das sind 4 Tage. Schauen wir uns das im Aktienscanner mal an, im Trade Scanner. Und da kann ich letztendlich draufklicken und sagen, okay, ich suche mir auch manuell eine Strategie aus. Ja, wenn ich weiß, dass der Markt ausverkauft war, dann kann ich mir das aussuchen. Ich kann zum Beispiel hier raufgehen und sagen, okay, schau mir mal Trend Long an. Und gehe dann auf die Branche, das haben wir gesagt, Gesundheit, und kann hier auch Tage zurückgehen. Also Signale, alle Aktien, die Signale hatten, kann ich mir hier anzeigen lassen. Ja, 6 Tage, 7 Tage und so weiter. Die kann ich mir retrograd anzeigen lassen. Kann auch wieder sagen, na okay, lass mal die Earnings raus, dann wären es wieder mehr und ich bleibe aber bei dem Outperformance. Kann sie sortieren nach der Marktkapitalisierung. Ich kann sie aber auch nach den Ratings sortieren. Ich sage, ich möchte eigentlich nur Signale haben von Aktien, die ein B-Rating haben. Dann muss ich mir nur die mit B angucken. Und wenn ich dann noch sage, na ja, okay, ich möchte aber die Marktkapitalisierung vorne anstellen, dann bleiben im Endeffekt 3 Aktien übrig. Und jetzt sage, schreibe von 8.000, wenn ich mir im Endeffekt die Branche vorher zurechtlege. Und ich kann immer das Gleiche tun.
Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kriege ich das Signal angezeigt, was ich hier hatte an dem Tag. Da war auch das extreme Volumen und ich sehe auch die Chancen, das Risiko. Das ist natürlich ein CAV von 0,29. Das wäre kein Trade geworden. Der Aktientrade hätte nur 1,6%. Wie gesagt, das werden wir noch deaktivieren. Dann haben wir hier 0,41. Das wäre mir auch zu klein, obwohl es eine schöne Chartsituation ist. Was haben wir hier? Da haben wir keinen Chart. Das ist wahrscheinlich eine Aktie, die Warby Parker. Weiß ja nicht, woher die kommt. Das ist wahrscheinlich jetzt das Produkt. Hakt gerade der Browser. Mal kurz mal nachlegen. Da haben wir es nochmal. Was haben wir hier noch? Wir haben wir alle drin. Man kann jetzt endlich wieder zurückschalten. Ich gehe wieder auf Healthcare. Kann mir das anschauen. Schauen wir die Moonlake nochmal an. Kleinere Aktie. Hier sieht man, die hat einen größeren CAV. Hat auch wenig Volumen letztendlich drin, was hier unten angezeigt wird. Hätte aber ein vom Chance-Risiko-Verhältnis eine gute Möglichkeit letztendlich. Ja. Bedeutet aber, wenn ich mir heute ein Signal da reinlade, dass ich wissen muss, dass der Markt schon 4, 5 Tage vorher gestiegen ist. Nie vergessen. Also nicht einfach nur auf den Knopf drücken und sagen, ah, das ist so. Was passiert mit der Aktie, wenn der Gesamtmarkt dreht? Weil der Gesamtmarkt ist schon im Endeffekt 4, 5 Tage gelaufen. Ja, dann müsste, und das fehlt dem im Endeffekt. Deswegen ist es wichtig, dass man sich den Gesamtmarkt anschaut. Ist der in der Korrektur? Und dann, wenn der Gesamtmarkt in der Korrektur ist, versucht dort Aktien zu finden, die jetzt anfangen anzuziehen. Weil die anderen sind halt die Nachkömmlinge. Und deswegen ist es wichtig, dieses auf jeden Fall zu berücksichtigen. Und was auch wichtig ist, dass ihr wisst, dass der Markt ja immer in bestimmten Phasen ist. Es kann entweder eine Trendaktie sein, die ganz normal läuft. Das kann ich euch hier auch zeigen, so wie das wäre jetzt hier so ein Aufwärtstrend. Ne? Seht ihr ja. Jetzt nach oben, nach unten. Jetzt haben wir einen Aufwärtstrend. So wie es jetzt weitergeht, weiß keiner. Jetzt kommt irgendwann eine Korrektur. Wenn ich aber in der Phase hier rein möchte, ich mache das mal wieder sauber, damit ihr es besser sehen könnt. Wenn ich in der Korrektur rein möchte, dann weiß ich, dass es bei einigen Aktien möglich ist, dass der Markt für die als Ausverkaufssituation dasteht, das heißt Countertrend, oder aber mit dem Trend letztendlich als Trend-Long-Version läuft. Es gibt zwei Varianten. Das möchte ich euch gerne zeigen. Das ist auch wichtig zu wissen, weil ich kann dann die Aktie natürlich auch mit einer Countertrend-Long gehen, wenn sie trotzdem stark ist, die Aktie, die Branche. So, das ist hier unten Countertrend-Long. Gehe ich mal drauf, klicke mal auf Suchen. Da habe ich ja jetzt alle Branchen drin. Wir gehen mal jetzt wieder auf den Healthcare-Bereich. So. Und dann habe ich hier drei Aktien übrig, die innerhalb der letzten 3 Tage ein Signal gegeben haben. Wenn ich zurückgehe, bleiben die noch. Also werden sie heute wohl ein Signal gegeben haben. Na, nee, gestern. Gehe ich weiter zurück, bekomme ich noch Aktien dazu und gehe ich auf Avoid Earnings, kriege ich einen ganzen Stapel Aktien dazu. Dann kann ich mir die anschauen. Das war jetzt bis 5 Tage. Zur Erinnerung. Blende es nochmal ein. So sieht der Chart aus. Ja. Und hier wollten wir irgendwie reinkommen, in den Bereich, und zwar am 21. Oktober. Da habe ich hier die Branchen letztendlich gesortiert, die Aktien sortiert nach dem Marktkapitalisierung. Ich sehe hier ist die größte Marktkapitalisierung, zweiter Platz. Ich habe hier ein B. Den Denner Korb, den nehme ich mal, ich lege die mal ran, ich schaue mir die an, die Aktie, und sehe, dass er zwei Signale waren, und zwar gestern, also denke ich für heute, das wäre für heute gültig, das wäre nicht mehr so schön. Das erste Signal macht absolut mehr Sinn. Ich habe zwar nur ein CAV von 0,42, aber der Markt läuft im Endeffekt am heutigen Tag schon fast in den Zielbereich, der hier eingezeichnet ist. Macht also Sinn, dies zu berücksichtigen. Und zwar, dass der Markt hier im Endeffekt eine Aktie hat, die von einem Tief in einer Ausverkaufssituation ist bei diesem erhöhten Volumen, was automatisch gecheckt wird, so wie hier, dort in die Long-Richtung zu gehen, wenn die Gesamtbranche auch Long ist. Also, ja, letztendlich war ja Healthcare mit einer der stärksten Branchen. Also es ist wichtig, dieses Timing zu verstehen. Was passiert mit dieser Aktie? Oder mit anderen Aktien, die diese Bedingungen haben, wenn jetzt der Gesamtmarkt fällt.
Ja, die wird auch drehen, logischerweise. Deswegen ist es wichtig, dass man auch bei dieser Strategie weiß, wo legt man sein Target hin und wann fängt man an, den Stop nachzuziehen. Hier ist ja ein Umkehrstab, den man jetzt endlich hier sieht und geht dann aus dieser Position wieder raus. Also es gibt zwei Ansätze immer, ne? Das Puzzleteil bei der Perlentaucherstrategie passt in jede Situation. Also entweder ist es diese Dynamik, kommt aus einer Korrektur, macht dann hier diese Umkehrstapen, versucht in die Richtung, macht er nicht, kriege ich den Trade einfach nicht, fliege halt auch nicht raus, habe auch keine Position und der Markt läuft dann nach unten, dann ändert sich die Situation, ich bin in einer Ausverkaufssituation, gehe da oben rein, realisiere mein Teil, bin wieder weg. Ja. Und letztendlich kriege ich dann auch irgendwann, wenn der Markt unter den 200er fällt, auch im Endeffekt ein kurzfristiges Short-Signal. Das kann man auch mal extrem. Aber bleiben wir immer dabei, ich würde keine Aktien short handeln, die in einer starken Branche ist. Na klar kann das funktionieren, aber ich muss ja irgendein Regelwerk befolgen. Und dieses Regelwerk besagt mir, ich handle keine Aktien long, short in einem starken Branche, in einem starken Markt, wenn der Gesamtmarkt dabei ist, gerade 4, 5 Tage swingmäßig long zu gehen. Also dann bringt man sich letztendlich mit zusätzlichen Gefahr. Ja, das ist halt wichtig zu wissen. Also immer versuchen, in die gleiche Richtung zu gehen, wie der Gesamtmarkt geht oder wie die Branche tendiert. Starker Markt, also starker S&P in Anführungsstrichen. Ja, wir wissen ja nicht, ist nicht alles so stark, aber das kleine Bodenbildung, ein Swing von 2, 3 Tagen wäre möglich. Dann schaue ich mir die Branche an und gehe dann letztendlich eine Etage tiefer. Schauen wir nochmal auf Charts, weil das ist auch sehr spannend und schauen uns nochmal die anderen Branchen an. Wir waren ja bei Energie, wir waren bei Healthcare, gehen wir ein paar Etagen tiefer. Wo kommen wir an? Wir kommen bei den Financials an. Ihr erinnert euch auch an die Liste im Marktmodell, im TradeScanner. Ihr seht hier an dem Tag 1, 2, 3, heute ist der vierte Tag, geht man dort noch drauf, geht noch long. Und die Chance wird einfach geringer, dass man dort noch in den Gewinn kommt oder der Markt, so wie jetzt gerade, wie es jetzt eben aussieht, dreht eventuell. Das muss ich halt wissen. Und das, wenn ich diese Distanz habe, ja, wenn hier das Signal wäre, dann weiß ich doch, dass es hier im Endeffekt immer schwieriger wird. Und wenn ich hier oben hin möchte, habe ich noch mehr zu überwinden. Das bedeutet im Endeffekt, warum soll ich mich ab einem gewissen Anstieg noch einem erhöhten Risiko aussetzen, dass die Korrektur letztendlich wieder dorthin geht, wo ich hergekommen bin. Und deshalb ist es an den Märkten nicht immer passend, ja, wenn man so eine Kerzen bekommt, da brauche ich ja nicht sagen, das seht ihr selbst, ja, diese Spanne, wo soll ich dann am nächsten Tag jetzt hier noch long gehen? Ja? Ja, das ist schwierig. Hier macht es vielleicht noch Sinn, ich weiß aber, dass der Markt hier eventuell darauf reagiert, muss dann sehen, dass ich eine Aktie bekomme und da gehört auch Glück dazu, dass die jetzt dann diesen Widerstand überwindet und ich ziehe dann den Stop ran und dann lasse ich dem Markt einfach das passieren, was der macht und dann fliegt eventuell die Position raus oder ich bleibe halt drin mit einer Teilposition. Also ich möchte aber auf keinen Fall, sage ich mal, Gebühren dann noch haben oder noch eine Position im Verlust abgeben. Das möchte ich halt nicht. Ja. Klar gibt es auch Verlustpositionen, wenn die gleich umdrehen. Wenn ich jetzt hier long gehe, über so einem Hoch und dann am nächsten Tag macht ein Gap hier unten auf, dann bin ich raus. Dann habe ich einmal dieses Risiko voll getankt. Deswegen muss ich wissen, das ist schon ein höheres Risiko, als wenn ich jetzt so eine Kerze habe von so einer Größe hier. Ne? Deswegen muss man mal schauen, passt das noch zu meinem Ziel ungefähr? Das würde halt nicht passen. Ne? Deswegen hat man ein schlechtes CAV auch in den Trades jetzt gerade. Und das soll uns ja abhalten zu handeln. Deswegen jetzt hier drauf zu sprechen, macht keinen Sinn, sondern jetzt die Korrektur abwarten. Wie weit die geht, weiß ich nicht, aber sie wird uns wieder zeigen, wann es wieder weitergeht. So, was schauen wir uns weiter an? Was haben wir tiefer? Materials hat auch einen schönen Boden gefunden. Ja, ging ja schon recht hoch her hier. Auch hier haben wir ein starkes erhöhtes Volumen. Ich habe es hier mal eingezeichnet mit diesen gestrichelten blauen und zwar auch mit einem Gap. Und hier hat der Markt kurz drüber geschaut, ist dann in dieser Range gelaufen und ist einfach drüber raus. Jetzt heute sehen wir sehr unentschlossen aus. Könnte aber eine tolle Situation werden, wenn der Markt hat jetzt mehrere Unterstützungszonen. Und zwar dieses erhöhte Volumen und dieses kleinere, ja, Gap, was hier unten, die kann man jetzt hier weiterzeichnen, logischerweise, so, dass der Markt sich irgendwo hier findet.
und das uns anzeigt. Und das möglichst nicht mit so einer Raketenkerze, sondern vielleicht mit einem kleinen grünen Umkehrstab, ja, so wie es hier aussieht, oder einer kleinen grünen Kerze. Das möglichst noch mit einem kleinen erhöhten, doch schon etwas höheren Volumen an einem lokalen Tief, wo dann eine grüne Kerze folgt, was dann eigentlich mal recht positiv ist. Eigentlich immer das Gleiche. Das solltet ihr euch verinnerlichen. Consumer Staples bedeutet, das sind, glaube ich, die normalen defensiven Konsumwerte. Auch hier sehen wir, wie es im Endeffekt hier zu diesem erhöhten Volumen kommt. Der Markt dreht, dann kommt so eine ja nicht so ganz so dynamische Phase und hier kommt der Markt raus. Da habe ich auch gesagt, okay, wir haben mehrere Wochen Widerstände hier, die gegen uns sprechen. Wichtig ist eigentlich immer nur, das ist viel wichtiger, man kann es auch nachlesen bei mir, dass ich immer darauf achte, wenn der Markt an einer Zone dreht und zwar das wieder macht und nicht das Widerstand und Unterstützung wechseln. Ja, das hat für mich nicht so eine Aussagekraft, wenn der Markt immer wieder, so wie hier, 1, 2, 3 auf diesen Bereich letztendlich umdreht. Da sind wir drüber geschossen. Das heißt, wir haben eine gute Möglichkeit, dass der Markt wieder zurückkommt und hier seinen Boden findet und dann vielleicht wieder einen Anlauf macht. Ja, auf einen schon aufgrund dieses erhöhten Volumens haben wir dann halt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt heißt es warten und dann im Endeffekt bei Consumer Staples suchen. Wenn man jetzt hier zurückgeht, 1, 2, 3, 4 Tage, schauen wir uns doch mal bei den Consumer Defensive, ist das gleiche wie Consumer Staples an, und zwar im Markt, im Trade Scanner. Schauen wir uns das mal an, und zwar gehen wir einfach mal in den Consumer Staples Bereich, das heißt in den Defensive Bereich, schauen mal, was der in den letzten 5 Tagen gemacht hat. Machen die Earnings rein, okay, dann haben wir die aussortiert und schauen mal, was dort reinkommt als Signal. Ich kann nochmal auf Search drücken, aber es ist gleich live da. Sehen hier, okay, Estée Lauder war da. Wann hat das Signal letztendlich Fuß gefasst? Es hat heute ein Signal ausgeworfen und ja, heute, gestern und vorgestern, vor 3 Tagen, hier ist ein Umkehrstab. Der Markt notiert ein bisschen höher, hat aber auch nicht so ein tolles CAV. Trade würde rausgefiltert werden, auf jeden Fall nach unserem Update, was hier noch kommen wird. Wenn ich jetzt, das ist eine Counter-Trend-Strategie, das heißt, ich habe im Endeffekt die Werte, die mal kurzfristig abgesackt sind. Wann ist sowas auch mega interessant? Wenn zum Beispiel jetzt gerade Geschäftszahlen gekommen sind. Es kann ein Unternehmen sein, was vorher super im Aufwärtstrend gewesen ist, aber durch diese Geschäftszahlen 2, 3 Tage einfach mal völlig abverkauft wird. Deswegen ist ja die Firma nicht gleich ganz schlecht. Und dann nehme ich sie gerne, sehr gerne mit auf und nehme sie dann dafür, dass ich im Endeffekt gegen den Trend handle, und zwar mit dem Gesamtmarkt, mit der Branche, aber aufgrund einer Counter-Trend-Strategie. Einfacher ist es, ich einfach die Trend-Long-Strategie nehme, dann nehme ich mir die starken Werte, die jetzt halt nicht so ein Problem haben, gehe dann wieder auf Consumer Defensive, gehe mal ein paar Tage zurück. So, sagen wir noch ein paar mehr, nehmen wir die Earnings raus, zack, und kann mir das hier sortieren und habe dann im Endeffekt einen Ausgleich der Aktien, die diese Bedingungen erfüllen. Sie sind Outperformer, sie sind in einer Form von meinem Verständnis her in einem Aufwärtstrend. Kann mir das hier angucken, die Altria zum Beispiel. So. Da ist sie, da sind auch die ganzen alten Signale. Da sehen wir, okay, wir haben jetzt hier nicht das tollste CAV. Es war ein Target von 2,51. Das erste Signal war hier im Endeffekt bei 44,50. Wir stehen jetzt bei 45,75 und sind fast am Target angekommen. Das ist schön, wäre aber nicht so mein Ding. Und außerdem haben wir hier die Earnings, die jetzt hier, sag ich mal, am 27.10. zum Tragen kommen. Da sind wir fast, wenn ich die Aktie jetzt hätte, dann würde ich jetzt aufpassen, dass ich nicht langsam mal ein paar Sachen vom Tisch nehme, wenn man sich nicht überraschen lassen möchte von diesen Zahlen. Entscheidend ist bei Earnings, kann ich euch weitergeben, ist einfach, dass ihr wisst, wann habt ihr die Aktienposition aufgebaut. Also jetzt 3 Tage vorher das zu machen, macht keinen Sinn, sondern ihr müsst wissen,
habe ich die schon länger als Investment und habe die meinetwegen bei $20 gekauft irgendwann, dann spielt es ja keine Rolle, ob die mal 10% nach so einem Earnings hin und her schwankt. Das müsst ihr einfach als Investor oder Langfrist-Trading letztendlich aushalten. Je kürzer der Zeitraum ist, dass ihr dran seid und je näher der Preis an einem Einstieg ist, umso wichtiger ist es, das zu beachten, weil sonst, wie gesagt, bei Gaps und so weiter, euer Risikomanagement, eure ganze Trade-Arbeit letztendlich vom Tisch fegen könnte. Und das wollen wir auf keinen Fall. Schauen wir nochmal, was haben wir noch im Angebot? Okay, gehen wir nochmal auf die Countertrend-Long-Strategie. Was haben wir da noch? Gehen wir mal ein paar Tage zurück. Gehen wir nur mal auf den Consumer Defensive, der auch richtig gelitten hat. Okay. Hier sehen wir den Rechner, das Outperformance ist ausgeschaltet. Warum? Weil ich ja, wenn ich Werte habe, die abverkauft wurden, was haben die dann nicht, wenn ich den in Bezug setze zu einer Branche, was haben die dann nicht? Sie haben keine Outperformance in der Regel, weil sie ja gefallen sind stark. Natürlich kann eine Branche auch stark fallen und dann habe ich einen Outperformer, der etwas weniger stark gefallen ist. Das interessiert mich aber nicht. Ich möchte dann wirklich auch Werte haben, die dann eine Performance hingelegt haben, also eine positive Performance, die auf meinem Konto sich positiv auswirkt. Mir nutzt es jetzt nicht, dass ich einen Wert habe, der nur 12% verloren hat und der Index hat 15% verloren. Also das macht auf meinem Konto jetzt nicht so viel Sinn. Das ist zwar eine Outperformance und viele Fonds sprechen dann auch von einer Outperformance, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie letztendlich das sich auf mein Konto auswirkt. Ja. Wenn ich das jetzt einschalte, dann müssten die fast weggehen, glaube ich. Ja, dann sind die halt einfach weg, weil dann habe ich im Endeffekt ein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sowas hat, ist aber selten der Fall. Und nur wenn der Markt stark und sehr stabil steigt über längere Zeit, dann kriegt man eventuell dort so ein Ding rein. Ja. So, wenn wir jetzt alle nehmen, bedeutet, ich schaue mir mal an, wann gibt es ein Umkehrsignal für alle? So, alle Branchen. Gehe jetzt mal Outperformer raus, ich lasse mal die Earnings, ja, lasse ich mal drin, gehe auf Search und habe jetzt alle Branchen. Und auch hier sehe ich ja, was ist jetzt hier oben? Die Dana Group hatten wir schon. Ich kann aber auch schauen, okay, welche Branchen sind denn überhaupt die, die jetzt oben sind? Und dann kann man relativ schnell feststellen, welche funktionieren denn und welche funktionieren zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Wenn wir ganz nach unten schauen, das sind gar nicht so Signale, dann haben wir hier noch eine Communication. Ja. Die Gravity Gruppe mit einer ganz kleinen. Warum soll man sich das anschauen? Ja, ich mache das nur, um euch das jetzt zu zeigen, aber warum soll ich mich damit beschäftigen? Ich kann mich im Endeffekt mit dem obersten Teil beschäftigen und dann habe ich alle Margen gescreent, das kann ich auch machen. Und dann muss ich umso mehr, wenn ich das manuell anschiebe, beachten, dass ich den Gesamtmarkt und die Branche richtig einschätze, in welcher Phase sie ist. Ja, wir scannen ja heute den Markt. Ich gehe jetzt mal zurück auf. Da. Warum kriegen wir keinen Countertrend? Da haben wir noch ein paar. 1, 0 heute. So, gehen wir mal auf Suchen. Das sind die Signale für heute. Das wäre P3-Signal, Countertrend Long gegen den Trend Long. So, wenn ich heute einsteige und mir einen Long Trade suche, was muss ich wissen? Wie sieht die Branche aus? Kommt die von oben oder kommt sie von unten? Und ist das ein Wert, der sich mit der Branche gut bewegt? Und deshalb muss ich die immer einschätzen. Also, wenn ich Healthcare kaufe, gucke ich mir einen Healthcare-Chart an auch. Das gehört mit dazu. Healthcare hatten wir da oben. Da muss ich wissen, dass der Tag heute, wenn er zu Ende ist, so wahrscheinlich irgendwann aussieht in 2, 3 Stunden, vielleicht noch schlimmer. Dann muss ich mir fragen, muss ich jetzt noch long gehen? Das ist ja schwachsinnig. Also, macht das nicht. Sie könnt es damit vermeiden. Wenn ihr long gehen wollt und nicht short handeln wollt, short würde ich das auch nicht traden. Weil er ja im Endeffekt jetzt positiv ist. Wir haben ja hier eine dynamische Bewegung. Wir haben hier eine dynamische Bewegung. Dynamische Bewegungen setzen sich nach einer Korrektur mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit in dieselbe Richtung fort. Ja, hier ist die Korrektur, die ist ein bisschen zarter, auch dynamisch. Kommt das? Was kommt als nächstes? Kommt irgendwie eine Korrektur. Ob die bis hier unten geht, das weiß ich nicht. Habt ihr eine gute Möglichkeit, hier bei diesem Gap eventuell innezuhalten? Ja, Volumen ist nicht toll. Kommt er vielleicht bis hier runter?
dann suchen wir in dieser Phase, wenn eine grüne Kerze auftaucht oder wenn der Markt immer tiefer korrigiert, 4, 5 Tage eine rote Kerze bringt, fange ich an, dann eine Trend-Long-Auswahl zu nehmen im Trade-Scanner und dann nach normalen Trend-Long-Signalen zu suchen. Also dieses Timing ist wichtig überhaupt. Also wenn jeder immer jeden Tag auf diesen Trade-Button drückt, dann kriege ich natürlich in der Gesamtheit des Marktes von 8.000 Aktien immer ein Signal. Aber macht es Sinn, das für euch zu machen? Also nein, ihr müsst das nicht machen. Heute ist Mittwoch, heute ist Webinarzeit. Ich würde euch gerne jetzt irgendwas zeigen, aber ich würde jetzt heute keine Position aufmachen in der Long-Situation. Andere sagen sich, na, wenn du das nicht machst, du weißt ja nicht, ob es noch 4, 5 Tage steigt. Ja klar, weiß ich nicht. Aber ich suche mir gerne Situationen raus, wo es passt, wo es für mich passt und wo ich die Strategie auch genauso umsetze. Heute würde ich mich selbst beschubsen, wenn ich sagen würde, na, ich gehe hier oben rein. Natürlich, all in. Ja, weil ich weiß, es geht noch 4, 5 Tage hoch. Na, das weiß ich halt nicht. Und von daher ist es wichtig, dass ihr diese Einschätzung immer macht. Schaut euch einen Chart an, nehmt den Trade Scanner, schaut euch das an und sucht euch einen Markt aus, wo ihr auch die Geduld habt, den zu verfolgen. Denn nur wenn ihr den Fokus auf diesen Markt setzt, werdet ihr letztendlich auch die Aktien davontragen, die es dann machen. Da braucht man sich nicht mit so einem Klein-Klein, sag ich mal, verlieren. Da reicht dann auch eine Analyse, wo ich weiß, hey, die Aktie hat ein Fundamentalrating von B. Und noch besser, wenn ich sage, okay, ich nehme hier so eine Healthcare-Aktie, gehen wir wieder zurück in den Trade-Scanner, dann habe ich ja noch eine Anzeige. Ich habe hier eine Dividendenrendite, die angepasst wird immer. Dann kann ich sagen, naja, ich will nicht einen ganz kleinen Wert, der ist vielleicht hoch. Ich nehme einen, der eine gute Dividendenrendite hat. Ich weiß, wir brauchen ja heute nicht sagen, Inflation, das reicht auch nicht aus. Dann nehme ich vielleicht diesen Finanzwert hier, LE Financial, und weiß, dass der 5 Tage korrigiert hat. Also einen Abverkauft hatte. Schauen wir uns das mal an. Und dann weiß ich, so wie hier, 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein Algorithmus, dass ich hier eine Möglichkeit habe, in eine Aktie reinzugehen. Nur als Beispiel mit einer entsprechenden Dividendenrendite kann ich mir auch letztendlich Werte zusammensuchen. Bedeutet, ihr müsst immer wissen, wo ihr letztendlich steht im Markt und welche Strategie ihr anwendet. Als Hilfestellung bekommt ihr natürlich immer das Marktmodell, der dann euch auch mal anzeigt, na, wo sind denn die einzelnen Branchen? Ja, damit ihr nicht völlig falsch bin. Ne? Aber das Timing würde ich mir immer im Chart angucken. Aber ich kriege halt einen super Überblick. Also wenn ich sagen will, ich suche mir jetzt was im Energiebereich, dann sehe ich, die Kugel ist schon recht weit oben im Trend. Es ist Outperformer, also alles, was nach rechts geht, ist Outperformer, aber die ist auch schon weit oben. Also nicht in der waagerechten, sondern in der senkrechten schon weit oben ist, weiß ich, der hat irgendwie schon ganz schön viel Dynamik, sag mal, an den Tag gelegt. Deswegen wäre es vielleicht besser, jemanden zu finden, der vielleicht nicht ganz Outperformer ist, aber dort sich irgendwie auffällt oder hier zum Beispiel. Ja. Das macht dann Sinn, dann weiß ich eventuell, okay, der ist vielleicht korrigiert. Aber trotzdem immer den Chart angucken. Es wird ein Update geben, wo wir auch sehen können, ob der in der Korrektur war oder nicht und wie viel der korrigiert hat. Da sind wir dran. Und den Rest schaut man sich im Chart an und sucht sich dann nach demselben Vorgehensweise auch Aktien raus. Das Ganze kann man natürlich auch im deutschen Markt machen, logischerweise. Und auch hier haben wir Sektoren, so kann man auch sehen, letztendlich, wo die stehen. Macht jetzt nicht so einen Sinn, jetzt da auch noch auf einzugehen. Ich möchte euch zeigen, was wir noch machen können. Wir können letztendlich auch Anleihen, können Währungen miteinander vergleichen, wo die letztendlich stehen. Das haben wir auch hier mit drin. Futures, alles, was ihr immer denkt, mal wenn Bereich von weichen Futures, aber wir können aber auch Metalle angucken. Ja, also wir haben da einiges, da kommt noch einiges mehr. Wenn wir die Branchen uns anschauen, noch einmal zurück in den Chart, wir haben ja nicht mehr viel, wir haben hier nochmal die Materials, die sehen fast alle gleich aus letztendlich. Gute Möglichkeit, dass sich Aktien aus diesem Bereich auch erholen, wenn jetzt die Korrektur einsetzt. Wir haben 1, 2, 3, 4 Tage höhere Hochs gesehen. Warten wir ab, bis der Markt ein bisschen zurückkommt. Und dann nehme ich die Branche, die letztendlich weiter oben steht. Ja, auch im Marktmodell relativ einfach. Und dann suche ich dort die Aktien raus, wenn sie in der Korrektur sind. Eine Branche, die mega unter die Räder gekommen sind, die vorher super war, wisst ihr auch, Utilities.
Die haben sie ja völlig weggeballert. Alles wegverkauft, was geht. Und wenn wir so eine Aktien versuchen zu handeln, dann bewegen wir uns immer in dieser Phase in einer Countertrend-Situation, auch hier unten noch. Und irgendwann ist ja mal das Rad, sage ich mal, am Ende. Und dann seht ihr, ich sage es immer wieder, das hohe Volumen an relativen Tiefs, das ist sehr hoch, hat im Endeffekt dazu geführt, dass der Markt hier gedreht hat. Dynamischer Anstieg, Korrektur, geht wieder in die Richtung. Wie weit es geht, wissen wir nicht. Dass er irgendwann anfängt, hier an einem 20er zu straucheln und man hier Teilgewinne mitnimmt, solltet ihr wissen, das ist immer das Gleiche. Und wäre spannend, was er jetzt macht. Ich weiß ja nicht, was er in den nächsten 2 Stunden hier noch abzieht. Kommt er vielleicht noch runter, bildet hier wieder einen Umkehrstab aus, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, hier wieder was einzusammeln und dann in die entsprechende Long-Richtung zu handeln. Real Estate, Immobilien, genau das Gleiche. Hier haben wir eine Situation, die sehr schön war, wenn man den Chart sich auch verinnerlicht und weiß, dass er alles irgendwann mal auch eine Abwärtsbewegung Ende hat. Ja, haben wir hier auch genau dieses erhöhte Volumen, stark erhöhte Volumen, diese starke Kerze. Und wohin kommt der Markt zurück? Hier korrigiert er und bildet hier einen Umkehrstab aus. Ja, vor 3 Tagen eine gute Möglichkeit, hier auf dem Immobilienbereich mal gegen eine Situation zu handeln, und zwar in den Abwärtstrend. Da waren wir noch unterm 20er. Nicht so positiv, aber letztendlich eine Möglichkeit, eine Countertrend-Strategie zu fahren. Oder wenn es wirklich noch eine Real Estate-Aktie, eine Immobilienaktie gibt, die im Aufwärtstrend ist, mal da reinzuschauen und dann diesen Swing auszunutzen. Wie weit der geht, weiß ich nicht. Ich hätte auf jeden Fall hier in dem Bereich schon einen Teilgewinn geschmissen, Stop nachziehen und dann die Aktie laufen lassen. Also, was wollte ich euch heute mitgeben? Ich wollte euch heute mitgeben, und ich hoffe, ich habe es euch mitgegeben, beachtet die einzelnen Branchen und den Index. Schaut euch an, wo ist der Index, was macht der, dann habt ihr ein allgemeines Gefühl. Wenn der Index 5, 6 Tage gestiegen ist, dann guckt ihr kurz drauf und sagt, okay, gibt es eine Möglichkeit, den jetzt zu handeln in die Long-Richtung, wenn er schon 5 Tage gestiegen ist? Nein, gibt es nicht. Also gibt schon, aber das Risiko steigt einfach. Wenn der Markt anfängt zu drehen, das heißt in die Short-Richtung zu gehen, müsst ihr gucken, wo tut er das? Ja, im Endeffekt dieselbe Betrachtung, andersrum. Gibt es Widerstände? Gibt es ein erhöhtes Volumen oben oder unten in die Long- oder in die Short-Richtung? Und wie weit habt ihr ein Potenzial? Wo kann es sein, dass der Kurs aufhört, das zu machen, was ihr wollt? Und dann müsst ihr handeln. Dann gibt es halt nur Teilverkauf oder halt Stop nachziehen. So, und wenn er 4, 5 Tage gestiegen ist, dann gucke ich da drauf und sage, schönen Dank. Habe ich die 4 Tage vielleicht verpennt? Oder bin ich von 4 Tagen schon eingestiegen und bin schon draußen in der Position? Dann habe ich jetzt einfach mal die Pflicht, dem Konto gegenüber auch und meiner Strategie, die ich ja habe, die nachzuvollziehen und letztendlich zu sagen, okay, ich lasse diesen Trade einfach mal aus. Ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, nee, man macht nichts. Man muss nicht jeden Tag einen Trade finden. Das macht es viel effektiver und was es noch auf psychologischer Sicht letztendlich macht, ist, dass man Dinge lernt, auszuhalten am Markt. Nicht sich zu ärgern, wenn der Markt jetzt 5 Tage steigt und man ist nicht dabei. Ja, das passiert. Ja, ihr werdet genug Chancen haben. Wenn der Markt 30 Tage hintereinander steigt, ohne ein neues Tief zu machen, okay, kann passieren. Aber letztendlich ist es viel wichtiger, dass ihr eure Strategie fahrt und vor allen Dingen nicht euer Konto plättet. Also das ist das Wichtigste. Okay, also ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Newsletter abonniert. Das könnt ihr gerne machen. Ihr wisst ja auf meiner Homepage, habe ich schon mal gezeigt, hier bei Leistungen, da könnt ihr raufgehen. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Ja. Dann am nächsten Samstag, und zwar kommt dann schon wieder die neue letztendlich Analyse von den Branchen und vielleicht finde ich auch die eine oder andere Aktie, die bei mir auf der Watchlist liegt. Ich hatte ja diese Woche noch, das kann ich noch erwähnen, die TK Tankers drauf liegen. Ja, habe ich euch ja gezeigt vorhin. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Schauen wir mal. Da ist sie, die TK Tankers. Das ist die Aktie, die ich hier drauf hatte. Gesagt, okay, der korrigiert, dann war hier der Umkehrstab, da kann man nicht so richtig rein, dann bin ich rein, jetzt hängen wir da in der Mitte drin. Ja, mein Stop liegt hier unter dieser Range hier drunter, etwas tiefer als dort, weil er lag vorher dort. Das ist ja nur eine Zone, wo ich als angegebene Zone habe, wo ich sage, okay, das nehme ich mir.
den Bereich als Vorschlag. Dann schaue ich mir das natürlich an, wo kann ich es sinnvollerweise noch setzen. Wenn man zu aggressiv ist, fliegt man vielleicht mal raus. Also habe ich ihn weiter weggesetzt. Target liegt da oben wahrscheinlich irgendwo. Und das warten wir letztendlich mal ab, wo es hingeht. Ja. Nicht immer bekommt man eine tiefe Korrektur. Also das nenne ich mal Dynamik. Ja, und hier haben wir letztendlich auch ein Signal bekommen. Das sieht man ja hier in dem Bereich, das grüne Signal. Da war das Target angelaufen, es hat gepasst. Und wenn ich sage, der Markt reagiert immer an einer Wochenwiderstand sehr oft, dann ist das auch gepasst, weil der läuft nämlich schon seit ein paar Tagen seitwärts. Ja. Ausbruchstrade ist es auch nicht. Warum ist es kein Ausbruchstrade? Weil das war das Hoch. Wir sind hier rüber gegangen und jetzt korrigieren wir. Und da kann ich auch spekulieren, dass der Markt jetzt diesen Ausbruch hier auch nochmal gemacht hat und eventuell alle abgearbeitet sind und der Markt weiterläuft. Ob das passiert, weiß ich nicht. Das ist meine Ansicht, wie gesagt, aber das würde ich euch gerne mitgeben und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Webinar wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bitte passt auf euer Geld auf, bleibt vor allen Dingen gesund und wir hören uns dann in, ich glaube, 2 Wochen wieder. 2 Wochen, genau so sieht's aus. Meine Worte, Carsten, meine Worte. Ne? Gesund bleiben, ne? Immer wichtig. Ich danke dir fürs Webinar. Dankeschön auch an die Teilnehmer, wie der Carsten schon gesagt hat, in 2 Wochen sehen und hören wir uns wieder. Ja, mit dem Carsten zusammen. Ich hoffe, Sie sind auch wieder dann mit dabei. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und vor allem auf die Positionen aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.